Und damit willkommen zur 9. Folge von Minecraft Infinity. So, und wir hatten ja letzte Folge hier schon mit unserer Schmelze angefangen und die auch vollendet. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Eisen drin und Gold. So, aber jetzt wollte ich ja noch hier erstmal ein bisschen unserem Haus weiterbauen. Da werden wir vielleicht jetzt doch Birkenholz nehmen. Okay. So. Gucken wir mal, dass wir jetzt ein paar Birken klar machen. So, und demnächst werden wir auch endlich mal eine Höhlentour machen. Ja, komm. Das Ding nehmen wir immer gerne. Ja, Birkenholz. Oder Oak. So, gucken wir mal. Achso, ja. Timer. Timer nicht vergessen. Ah. Beeilung. So, Da. Gut. Timer läuft. So, So, vorher noch schnell das Schwein da. Damit wir wieder Schweinefleisch haben. Fleischnachschub. Hier geblieben. Danke. Haha. So. Noch mehr Schweine haben wir jetzt. Ja gut, können wir dann schnell noch einen Ofen schaffen. Können wir uns eigentlich gleich hier oben dann noch eben bauen. Wollen, wir sind Schafe. Gut, ja, gucken wir mal. Oak oder Kirsch. Ja, wir können es erstmal mit Oak machen. Machen wir erstmal mit Oak. Und wir machen eine Inseltür rein. Erste Mal, so, da können wir nämlich so. Da können wir dann hier nochmal ein bisschen Dorkbrot. Und dann machen wir was Schönes eigentlich. Oh, das ist aber mal schön. Sieht halt mal ein bisschen anders aus. Aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr Oak holen müssen und vorher noch pennen gehen. So. Und dann müssen wir darüber. Und da hatten wir das Bett hier schon drüben. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist schon eine Weile her. Hatten wir das Bett hier? Definitiv nicht. Einfach nochmal rüber. Zock. Und tabak. Wo war jetzt hier der Eingang? Definitiv nicht da, sondern hier. Ah ja, wird Zeit, dass wir rüberziehen. So, schlafen. Was haben wir jetzt hier alles? Das sind die Erze, das haben wir das Fleisch, habe jetzt auch ein bisschen Holz. Da haben wir noch das Eisen drin. Gut, dann müssen wir es halt mal so durchbraten. Nehmen wir. Haben wir ja genug Kirschholz. Gut, der hätte nur noch Brot gehabt. So, dann machen wir uns jetzt mal fix ans Ausbau weiter und tun mal den Boden rausnehmen und machen da Birkenholz rein. Und das können wir ja dann später wieder mal rausnehmen, dann chiseln. Oder haben wir eine Schüssel? Ich weiß es gerade nicht. Nachgucken. Natürlich haben wir eine Schüssel. Dann können wir gleich mal gucken. Chiseln. Ah. Ah, welches sieht schön aus. Parkett. Nehmen wir Parkett. So. So. Und da gucken wir mal. Zack, zack. Das sieht doch gut aus. So. Haben wir jetzt noch. Nein, natürlich haben wir das auch nicht. Das ist. Dark Oak Wood, das steht hier. Und da drüben stehen noch ein paar Bäume, die nehmen wir gleich mal mit. Flup, schwimmen. So, komm. Aha. So, da haben wir jetzt mal noch ein paar Oak-Säpplinge. So, und dann gehen wir wieder rüber und bauen unser Häusle weiter.
unser Tower, unseren kleinen Tower erstmal aus Holz. Na gut, wir können ihn ja aus Holz erstmal machen. Und dann können wir ja später upgraden. So, 1, 2, 3. So, dann hier einmal. Ja, hier muss man schon. Das machen wir so. Wie machen wir es hier? So. Und dann noch eine Schicht nochmal. Nee. Da könnten wir eigentlich mit Stein machen. Aber die Ecken machen wir. Komm, weg. Noch so. Und dann hier immer Cobblestone drumherum. Oh, das wird eine Aufgabe. Jetzt müssen wir die Ecken 4 hoch machen. Und das heißt, wir brauchen noch mehr. Oh, Dark Oak. Oh, und dann gehen wir gleich nochmal suchen. Ach, da stehen ja noch ein paar Bäume im Wald. Noch. Die müssen wir auf jeden Fall demnächst mal setzen. Und wir tun gleich mal etwas mümmeln, dass ich gerade da war. Ja, Brot, bitte. So. Zuckerrohr. Das nehmen wir mit und tun wir auch gleich anbauen. Oh, Gott sei Dank haben wir endlich auch mal Zuckerrohr. Damit wir dann später halt die guten Werkzeuge mit Papier dann machen können. Papier reinnehmen, um noch einen Modifier drauf zu klatschen, erst einmal. Bevor wir dann genügend Ressourcen haben. So. Komm, wir brauchen noch ein bisschen mehr Oak. Dark Oak. So, dann nur noch so ein Setzling. So. Gut. Aha. Demnächst müssen wir auch unsere Axt reparieren. So, so, aber jetzt machen wir erstmal unser Haus weiter. Da können wir eigentlich dann hier hinten ein bisschen planieren machen. Planier machen. Dass wir hier vielleicht ein kleines Feld hinbauen oder einen kleinen Garten generell. Und dann halt unterirdisch vielleicht ein Weizenfeld automatisiertes machen. Ja, mal gucken. Kick Mama. Haben ja genügend Zeit. Na komm, wieder richtig. So. So, so, so. Wir müssen wieder was essen. Und dann wieder normales Oakwood holen. Wir gehen erstmal kurz nochmal rüber und holen noch, tun uns mal ein bisschen ausmisten. Ja, Weizen wächst, wunderbar, Baumwolle wächst auch. So. Hat man eigentlich schon noch irgendwo was? So, was haben wir hier? Sortieren. Ah, hier hat man noch was zu essen. Apfel, ach hier kommt Setzlinge rein. Total vergessen. Die bitte da, bitte. Blumen und so. Das tun wir gleich anbauen. So. Auch mit rein. Was haben wir hier drin? Bücher und Krimskrams. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir Holz. Ah, okay. Ne, das nehmen wir mal mit. Hier haben wir Eisen. Und hier haben wir das. Genau. Dann nehmen wir halt jetzt mal den Cobblestone mit und gucken wir mal, was wir rausschüsseln können. Ein Stack lang. Kies rein. Erde auch rein. Da werden wir süße dann, wenn wir viel Planierarbeiten machen, viel Zeit haben. Da könnte ich ja eine Speed-Folge draus machen. Und dann noch mit schöner Musik hinterlegen. So, kann ich aber gucken. Und wir müssen eh gleich ein Zuckerrohr anbauen. Dass das in der Zeit schön wächst, immer wieder nachsetzen. So. Und jetzt wachsen. Genau, gucken wir gleich mal mit dem Schüssel. Nehmen wir das Cobblestone Withstand, nicht mit Panel. Mit, gucken wir mal. Können wir ja drüber zurückcraften? Ja, Gott sei Dank. Ich bin ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Und wie das dann von vorne ausschaut. Ich bin ganz ruhig. Ganz ruhig. So, springen wir mal hier hoch. Mal so und so. Und dann gucken wir mal kurz raus. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, kann man lassen. Akzeptiert. Ich bin ganz ruhig. Ganz ruhig. Gut, die können wir ja dann mal mit Clear Glass dann austauschen oder mit dem Glas von Ender.io. So, und wir holen jetzt mal noch ein bisschen normales Holz. Das ist ein schöner großer Baum. Ganz ruhig. Mal gucken, ob wir den mit unserer Axt klein kriegen. Ich bin ganz ruhig. Ganz ruhig.
Schafe! Mäh. Na Gott sei Dank, ich hab ja den Ton leiser gestellt. Von Tieren. So. Wunderbar. Oh. Rette das Holz. So. Und damit sagt man ein bisschen mehr Output. Du warst einmal hier, oder? Drei Stacks. Geht nur. Also drei. Zweieinhalb Stacks. Wir wollen nicht flunkern. So, hinzweigen und wieder was essen. Ich hab erstmal halt dann unsere automatisierte Tierform haben. Was noch eine ganze Weile dauern wird. Naja, das war falsch. Da kommt unser Cobblestone hin. So, bitte. Bisschen umtauschen hier. Später tun wir ja dann fertig das mit Elevatoren verbinden, die wir halt ebnen, weil das wäre jetzt die Deckenhöhe. Dann kommt erstmal noch eine Schicht drüber und dann kommt nochmal so eine und da haben wir dann sozusagen einen Kabelraum, wo wir dann die Kabel erstmal verlegen können. So, jetzt machen wir erstmal hier die und dort und da fehlt ein Erdblock. Puh. So. Hier fährt auch ein Erdblock. Warte, die tue ich später nachrüsten. Nachrüsten. Ach, geht's wieder nicht weiter. Ah, wollte ich schon sagen. So. Da können wir eigentlich gleich mal noch nach den unseren Kartoffeln gucken. Und jetzt mehr. Bitte sag jetzt nicht. Nein, Gott sei Dank. So. So, und dann können wir nämlich auch noch schnell den Boden fertig reinknüppeln. So, da können wir ja dann hier noch eine Türe reinmachen. Hier ist das Meldry, hier haben wir noch ein bisschen Platz nach hinten. Für die ersten Maschinen. Müssen wir mal gucken, von Ender.io denke ich mal, dass wir damit anfangen. Und ja, den Rucksack, den wollte ich ja dann auch noch machen, aber da brauchen wir halt die vielen Strings. Mach ich jetzt hier Kloschholz rein, aber habe ich nicht genug mitgenommen. Puh. Nehmen wir mal erstmal noch die 25 von den Blöcken weg. Von den Blöcken 1, 2, 3, 4, 5, 4. Das sind 20. Und 2, 3, 4, 5. So, da war es mal nie wieder. Zum, Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verzählt. Sieht aber nicht aus, wunderbar. Hab's gut mitgedacht. Gut, wir müssen jetzt wieder noch kurz rüber speigen, pennen. Und dann müssen wir noch ein paar Bürger suchen. Ach, die stehen ja da drüben. Haha. Und dann können wir nämlich ein kleineres Bett mit rüber nehmen. Haben wir so viel Platz, ja. Im Notfall machen wir uns Platz. So, du komm mal bitte dahin. An dein Böses zufügen. Ihr Killer, so. Ah ja, so hier. Ihr werdet mich gut kennen. Die Seeds und die Blumen, die regen ein bisschen auf, aber macht nichts. So, schlafen. So, na gucken wir mal rüber an oder Axt tauschen. So, Karotten, ah, sind gewachsen. Ernten und nachpflanzen, bitte. Und da müssen wir unser Feld erweitern, merke ich gerade langsam. So, und die Kartoffeln waren auch. Ja, wunderbar. Das waren sogar drei Kartoffeln, noch besser. Und jetzt Birkenholz holen. Dass wir wenigstens noch Boden reinkriegen. Und vielleicht schon eine kleine Tür, die ja ganz schwer zu craften geht. Hust, Hust. Waren das jetzt schon alle Birken hier? Ne, hier steht noch einer. Haha. So, Birkensetzlinge haben wir jetzt auch bekommen. Wunderbar. Ja.
Scheiße, die müssen jetzt aber lang. Wir brauchen das Paket, und zwar das hier. So, machen wir es gleich mal ein bisschen mehr. Können wir hoffentlich zurückcraften. Das sieht doch schon mal von weitem gut aus. Aha. Oder da können wir ja ein Flachdach drauf machen. Also noch eine Etage auf jeden Fall hoch. Und dann können wir ja nach unten gehen in den Keller. Und da oben dann drauf hier. Ja. Ich habe jetzt mal das Bett vergessen, aber macht jetzt nichts. So, die weg. Und den ganzen Boden jetzt noch rausknüppeln. Knüppel, knüppel. So, das machen wir mal gut. Eigentlich haben wir ja dann schon genug Ressourcen. Dann müssen wir halt bloß mal ein bisschen hier einschmelzen, ausgießen. Können wir eigentlich mal gucken, ob wir kleine Glocken machen können. Um das halt dann, weil das geschmolzen ist, gleich automatisch raus. Nicht, dass wir hier stundenlang da stehen und drücken und warten. Da können wir nämlich in der Zeit einen kleinen Umzug machen. Ja, das war jetzt zu tief, egal. Wir müssen eh bald einen Keller bauen. Bald. Hat noch ein bisschen Zeit, aber also hier müssen wir auf jeden Fall gleich mal da gucken. Weil hier kommt ja dann noch Hopper hin, da muss das auf jeden Fall ersetzt werden. Das da. Hopper, da kommt hier eins hin, da kommt ein. Da müsste ja gesamt hier ein Streifen. So. Und dann gucken wir mal, ob es langt. Unser Parkett. So, Parkett. Parkett, Parkett und was. So, und jetzt wieder weiter schwimmen. Problem, den nehmen wir. Oh. Ach, können wir mal kurz dicht machen hier, damit wir den Lehm noch mitnehmen können. Da können wir eigentlich hier schon den quasi den Eingang in unseren Keller machen. Aber das werden wir dann nicht nächstes Jahr, werden wir dann machen, wenn wir einen Keller haben, brauchen. Gut, hat es gleich das Richtige genommen, gut. Aber jetzt werden wir mal. Markieren wir das jetzt am besten? Gute Frage, nächste Frage. Einfach das hier, da wo ein Creeper ist. Oder genau, da wo der steht, da geht dann unser Keller runter. Aber ohne Honig, wir nehmen keinen Honig. So. Und da haben wir jetzt einen Boden drin und das. Na gut, das nehmen wir mal noch mit. Da und wieder zurück hier. Und das Brot rein. Gut. Hier können wir dann den Keller abgangen und dann später dann mit Elevatoren oder den World Anchors von Ender Eye. Bestimmt mal, wir werden die World Anchor nehmen. So, machen wir uns gleich mal noch mehr. Kirschtür. Ne, gibt es ein Wundor raus. Schade. Dann müssen wir bestimmt die Tür von Carpenter's Doors nehmen. Schwein gehabt, das größte Creeper war. So weit weggebordet auch nicht. Aber genau auf die Seite hier. Verdammt. Die Tür steht doch gut, oder? Nee, die kommt dann schon, wenn schon hier hin. Und jetzt holen wir noch das Bett. Und dann werden wir uns dann nächste Folge mit dem Umzug beschäftigen. Und so, das war Folge 9 mit Hausbau. So, dann müssen wir noch das Bett holen. So, gut, na komm, hopp, 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 hopp. So, weil da haben wir nämlich hier drüben erstmal alles weg. Wir können, na gut, bis aufs Feld. Dann müssen wir auf jeden Fall hier noch ein großes Feld anbauen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir jetzt hier das Beet. Ordentliches Beet. Immer Kartoffeln, Karotten, Weizen. Da machen wir aber ein Doppelfeld. Nee, da doch ein Weizen machen wir ein Doppelfeld. Da haben wir jetzt dann ein bisschen zu planieren und so. Das sind bestimmt 2 Folgen, denke ich jetzt mal. Und das sage ich jetzt mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ansonsten kommentieren, abonnieren, liken und disliken. Haut rein!